Gitter sind auf meiner bescheidenen Türschwelle immer willkommen. Wie ich verstehe, haben deine Visionen jetzt die Gestalt von Bäumen angenommen. Ich sehe sie auch. Ich bin auf der Suche nach Antworten zu Io zurückgekehrt, dem letzten Ort, den der Reisende berührt hat. Io wird auf deine Ankunft reagieren, wenn du es zulässt. Ich habe uns direkt vor dem Krater abgesetzt, wo der Reisende Io berührte. Was war das? Was immer du gesehen hast, war für dich und für dich alleine. Der Reisende spricht zu dir. Augen auf, Hüter. Hingabe ist der Quell des Mutes. Mut führt zu Aufopferung. Aufopferung führt zu Tod. Sind anders als die Bäume, die wir gesehen haben. Die Visionen sind Konstrukte des Lichts des Reisenden. Und Licht reagiert auf seine Umgebung. Die Besessenen können die Bäume sehen. Nein, sie wittern das Licht. Die Besessenen sind Unkraut. Rupf sie aus. Könige und Königinnen der Tiefe sein können. Doch ihr habt Oryx gestürzt und nicht ersetzt.
Die Menschheit braucht Beschützer. Werdet ihr an meiner Seite stehen? Sogar die Sterne strahlen hoch. Der ganze Kosmos steht in Flammen. Der Reisende ist seit einem Jahr wach. Warum hat er so lange gewartet, bis er zu uns sprach? Der Reisende schenkte dir eine Vision vor seiner Wiedergeburt. Als Gorr sein Licht blockierte, zeigte der Reisende dir einen Weg nach vorne. Der Pfad zur Wiederherstellung ist lang. Aber wenn wir stärker werden, dann auch der Reisende.
Licht liegt an allen Orten, in allen Dingen. Du kannst es blockieren, sogar versuchen einzufangen. Das Licht findet einen Weg. Und der Reisende wird sich selbst verteidigen. Können wir näher ran? Herzlichen Glückwunsch, Hüter. Vergiss nicht, wenn das Licht durch uns fließt, dann sind wir mit etwas verbunden, das viel größer ist als jeder einzelne von uns. Selbst gelöschte Funken, wie Cades, hinterlassen eine Spur im leuchtenden Netz, das wir Licht nennen.